Ja, am zweiten Prozesstag steht die Persönlichkeit von Silvio S. im Mittelpunkt des Interesses. Nachbarn aus der Kleingartensparte, wo die Leiche von Elias gefunden wurde, haben ausgesagt. Auch sein Arbeitgeber ist heute als Zeuge im Gericht. Und sowohl die Nachbarn als auch der Arbeitgeber beschreiben Silvio S. als Einzelgänger, komischer Typ, wurde gesagt, der den Garten zum Beispiel nicht in Ordnung gehalten hat. Auch bei der Arbeit gab es kleinere Verfehlungen. Ansonsten war er aber wohl pünktlich und hat nur nachts gearbeitet. Was auffällt, dass er anders als am ersten Prozesstag mehr Regungen zeigt. Also vor allem als die Nachbarn ausgesagt haben, hat er öfter mal Kopf geschüttelt, sich auch Notizen gemacht. Und beim ersten Prozesstag, als die Mütter von Elias und Mohammed ausgesagt haben, war das noch anders. Da wirkte er doch regungsloser und hat eigentlich keine Emotionen.